Ja, Eingeschenkt TV live vor Ort heute in Plauen, wo wir auf der Demo Wir sind Deutschland. Das ist jetzt, glaube ich, die 6. Demo. Ist mit 40 Leuten gestartet. Mittlerweile, beim letzten Mal waren es wohl 4.000 bis 5.000. Beim letzten Regenwetter ist es wieder ein wenig zurückgegangen. Wir sind Deutschland. Möchte eine Plattform bieten, so beschreiben sie es, für alle mündigen Bürger, die ein Forum suchen, eine Meinungsäußerungsplattform suchen. Und wir sind heute mal da, um einfach mal ein paar Stimmen für euch einzufangen, um einige Beiträge einzufangen, Redebeiträge und auch mal ein Gespräch mit der Orga. Ja, wir sind im Team heute da mit Thomas an der Kamera und Max an der Kamera. Ihr seht jetzt, hinter mir ist der Platz. Wir sind etwa eine Stunde vorher da und wir werden mal schauen, wie weit heute dieser Platz gefüllt werden kann und welche Eindrücke und Emotionen wir für euch sammeln können. Wir berichten weiter live. Bis dahin, Eingeschenkt TV. Ja, Eingeschenkt TV live vor Ort, wie gesagt, auf der Demo Wir sind Deutschland. Und wir haben jetzt jemanden von der Orga gefunden und mal angesprochen. Wir sprechen jetzt mit Michaela Oheim. Wunderbar. Die erste Frage ist, wie kam es eigentlich zu dieser Demo? Ich habe ja gehört oder gelesen, dass die am Anfang mit 40 Menschen gestartet ist und jetzt waren wir bei 5000 schon, ne? Irgendwie. Wie kam es dazu? Ja, der Ursprung liegt eigentlich daran, dass der Herr Oheim eines Morgens an einem Sonntag früh vor N24 saß und sich ganz extrem über einen Politiker aufgeregt hat und gesagt hat, so kann es nicht weitergehen in Deutschland. Über welchen? Eine Politikerin. Das ist eine, die Rauten macht? Kein Kommentar. Und gesagt hat, so kann es auf keinen Fall weitergehen in Deutschland und auf Facebook eine Seite gegründet hat, damals unter dem Namen Du bist Deutschland, nur gemeinsam sind wir stark. Die war eine geschlossene Seite und da waren innerhalb von 2 Wochen schon 300 Mann mit beteiligt. Und einer aus dieser Gruppe meinte dann mal, na lasst uns doch am Sonntag Nachmittag uns vom Wendedenkmal treffen. Hat das reingestellt und der Herr Oheim fand das gut, der Eckert fand das gut und so kam das dann, dass sie sich gemeinsam vom Wendedenkmal getroffen haben. Und bei der ersten Veranstaltung waren es bereits 47 Mann. Und dann haben wir gesagt, ja, vielleicht besteht wirklich Interesse und haben die nächste Demo dann ordentlich angemeldet und haben mit so 100 Mann gerechnet. Und dann waren es 400 Mann und so hat sich das entwickelt. Und von den 400 Mann zur nächsten Demo waren es dann schon 2000 und dann sind wir jetzt schon bei 5.000. Das ist ja ein ganz schöner Sprung. Wie verkraftet man den? Man geht irgendwie auf die Straße, es sind 40 Leute und jetzt ist man bei 5.000. Wie ist da die innere Verarbeitung? Stellen wir das gerade ein bisschen ja, auch schwierig vor, plötzlich mit 5.000 Leuten eine Masse, die muss man ja auch halten können. Ja? Ja, es ist schwierig, aber ich denke, es geht nur durch die Gemeinsamkeit. Wir haben ein super Team und wir haben ja schon viele Angriffe gehabt aus den verschiedensten Richtungen und das schafft man wirklich nur als Team. Und nur wenn das Team gemeinsam stark ist, was da dahinter steht, dann schafft man das, ansonsten hat man keine Chance. Ich denke, alleine hätte man das nicht geschafft. Es gibt drei große Parteien. Das ist einmal Assad, die Regierung. Es gibt die sogenannten Rebellen, wer auch immer das ist. Und es gibt die IS. Und jetzt ist dort Folgendes, der IS kämpft gegen Assad und teilweise auch gegen die Rebellen. Die Rebellen kämpfen auch gegen Assad und teilweise gegen den IS. Und Assad kämpft gegen IS und gegen die Rebellen. Ich stelle mir das ist ja sehr vereinfacht, ich stelle mir das ungefähr so vor, wie nach dem 30-jährigen Krieg in Deutschland, wo es ganz viele Kleinstaaterei gab, so gibt es dort viele kleine Rebellengruppen, die heute mal mit dem kooperieren, morgen mit dem, die bekriegen sich mal gemeinsam gegen andere, dann mal wieder gegeneinander. Und selbst für professionelle Leute ist es nicht immer herauszufinden, wer kriegt denn jetzt hier die richtigen Waffen. Wen unterstützen wir dort einfach, so dass es eben ganz schnell passieren kann, dass einfach falsche Leute die Waffen bekommen. Deswegen Waffenexporte generell stoppen. Man weiß nie, in welche Hände das Zeug kommt. Ja, ich habe gehört, ihr habt auch ein Punkteprogramm entwickelt. Wie kam es zu diesem Punkteprogramm und was beinhalten diese Punkte? Also wir saßen, bevor wir die erste ordentlich angemeldete Demo gemacht haben, gemeinsam zusammen und jeder hat so im Prinzip für sich aufgeschrieben, was seiner Meinung nach in Deutschland falsch läuft. Und aus diesen vielen, also ich habe es noch zu Hause, sind 4 A4-Seiten voll geschrieben, handschriftlich, Sachen, haben wir im Prinzip 8 jetzt mal rausgenommen, die uns besonders wichtig sind. Allerdings sind wir jetzt schon so weit, dass wir sagen, wir müssen es auf jeden Fall noch um Nebenkosten und Steuer zusätzlich noch mit reinbringen, weil das ist ein ganz wichtiges Thema. Ansonsten hatten wir natürlich Frieden in Europa aufgeschrieben. Wir haben aufgeschrieben, was ganz viele stört,
die Amerikanisierung, also dass die Amerikaner immer noch ihre Atomwaffen auf deutschem Boden haben, das darf und kann einfach nicht sein. Wir haben aufgeschrieben, dass es nicht sein kann, dass in Deutschland Kinder ohne Mittagessen sind. Also wir sind sehr dafür, dass es ein freies Mittagessen in Kindergärten, Kindergrippen, in Schulen gibt. Das ist unbedingt wichtig. Und wenn wir so viel Geld haben, dann muss das auch möglich sein. Das ist wichtig. Wir sind für ein einheitliches Schulsystem in Deutschland. Weil es kann nicht sein, wenn Kinder in der heutigen Zeit mit ihren Eltern, weil das einfach mal der Arbeitsmarkt so hergibt, von einem Ort zum anderen ziehen, dann immer wieder bei Null anfangen müssen. Da muss unbedingt was passieren. Wir haben draufgeschrieben, dass es nicht sein kann, dass wir uns gegen gegen Russland wenden, weil das ist ein wichtiger Partner für uns und die gehen immer wieder auf uns zu und es kann nicht sein, dass sich Deutschland da so extrem dagegen wendet. Wir haben unter anderem natürlich ganz wichtiges Thema Volksentscheide, weil auch wenn unsere Politiker der Meinung sind, dass wir das Volk nicht für Volksentscheide geeignet ist, sind wir doch der Meinung, doch bei wichtigen Fragen müssen wir gefragt werden, sollen wir gefragt werden, weil es geht um unser Land, es geht um unser Leben. Wir sind für Meinungsfreiheit, deswegen stehen wir hier wieder auf der Straße. Wir wissen, seitdem wir die Demonstration machen, dass ganz, ganz viele nicht zu unserer Demonstration kommen dürfen. Das wird von Firmen verboten. Das kann einfach nicht sein. Das steht im Grundgesetz drin. Wir sind dafür, dass man am Asylrecht unbedingt was machen muss, weil so wie es momentan läuft, kann es einfach nicht sein. Da muss unbedingt eine Änderung her. Und nicht nur diese kleine, die jetzt ist, sondern eine richtige Änderung. Auch die Menschen, die hierher kommen wollen, müssen vorher wissen, haben sie überhaupt eine Chance zu bleiben. Das ist so schlimm. Du machst dich auf den Weg mit deinem Kind, kommst hier an und wirst wieder zurückgeschickt. Da muss was passieren, das muss klar sein, das muss an die Welt hinausgesendet werden. Dann habe ich hier, also was natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, was natürlich jetzt in Berlin auch war, ist diese TTIP-Geschichte. Wir sind absolut gegen TTIP, wir sind absolut gegen CETA, weil damit wird das Volk, auf Deutsch gesagt, darf ich das sagen, verarscht. Ja? Da geht es nur noch um Großkonzerne, das wollen wir nicht, das will das Volk nicht. Und wir sind der Meinung, die Politik soll endlich das Volk fragen und nicht mehr nur im Sinne der Wirtschaft entscheiden. Ja, wir sind ein unzensierter Sender. Natürlich darf man bei uns selbst verantwortet Dinge sagen. Gar kein Thema. Ich habe mir euren Slogan mal, und da geht es ja so ein bisschen um das Thema Abgrenzung. Und wenn ich ihn richtig zusammenkriege, heißt der ja, wir sind Deutschland, nicht ganz links, nicht ganz rechts, nicht ganz Gutmensch, nicht ganz Pack. Was ist das für ein Abgrenzungsversuch? Gegen wen? Oder gibt es überhaupt eine Abgrenzung? Sagt ihr also ganz klar das nicht? Weil das ist ja so ein bisschen eine Bewegung auf die Mitte zu, auf so könnte genau. Ich es verstanden haben. Genau. Also wir sind absolut gegen Extremismus, egal von welcher Richtung, egal ob von rechts oder von links, egal ob von Deutschen, von Ausländern, wir wollen hier keinen Extremismus und wir haben das Gefühl, dass aus der Mitte der Gesellschaft einfach nichts mehr kommt und da stehen wir. Wir wollen in die Mitte der Gesellschaft, wir wollen für die Mitte der Gesellschaft da sein und das fehlt uns einfach in Deutschland. Egal ob jetzt von den Parteien oder egal von was, es gibt einfach keine Mitte mehr. Es gibt nur noch dieses eine Extrem oder das andere Extrem. Okay. Ne? Aber diesen, ich sag's mal in Anführungsstrichen, goldenen Mittelweg, der ist einfach nicht mehr vorhanden. Und das müssen wir wieder lernen. Und ich denke, wir sollten wieder lernen, zusammenzustehen, wir Menschen. Also so eine gewisse Pauschalisierungstendenz generell in der Gesellschaft, eine Polarisierungstendenz seht ihr auch. Und da wollt ihr dagegen auch angehen und eine gesunde Mitte bilden. So habe ich es verstanden. Okay. Genau so ist das. Also wir sagen ja auch, bei uns ist jeder willkommen. Egal, ob der jetzt von der Grundeinstellung eher rechts ist, ob der von der Grundeinstellung eher links ist. Wenn der mit uns gemeinsam in dieser Gesellschaft was ändern will, dann ist das absolut okay. Ja, was können wir tun? Die Frage ist, was kann Deutschland tun? Deutschland kann als erstes mal sich ganz klar positionieren und sich dort raushalten und kann sagen, wir exportieren keine Waffen mehr. Überhaupt keine mehr. Das wäre mal eine klare Position. Weil ich weiß nicht, wer besser ist. Ob das die NATO ist, ob das die Russen sind, das kann ich nicht einschätzen. Aber ich kann einschätzen, dass wenn Deutschland keine Waffen mehr liefert, das eine klare Position ist. Ich zeige euch mal ein paar Zahlen, ich habe das mal rausgesucht. Die Quelle ist waffenexporte.org. 2014 hatten Deutschland Gesamtwaffenexporte genehmigt in Höhe von 6,51 Milliarden Euro. Jetzt die folgenden Zahlen betreffen nur sogenannte Kriegswaffen, also Panzer, Raketen und das ganze Zeug, also großes Gerät. Und jetzt erschreckende Zahlen. 2013 757 Millionen Euro, 2014 1,486 Milliarden Euro und man geht davon aus, dass bereits im September die Zahl von 2014 erreicht werde und dieses Jahr wir nochmal 40% mehr haben. Das muss aufhören. Ich nenne euch mal die Top 5. Namen von Rüstungsfirmen, dass ihr die mal kennt, weil die kennt ja keiner, kommt ja auch nie in Nachrichten. Aber wenn man ein bisschen googelt, kriegt man das schnell raus. Airbus Group, Rheinmetall,
Kraus, Maffei, Wegmann, ThyssenKrupp und den letzten habe ich noch nie gehört, Diehl Defence. Das sind die Top 5. Es gibt natürlich noch ein paar mehr. Und schlaue Leute hören natürlich jetzt Bedenken oder so, na gut, wenn wir die ganzen Waffenexporte stoppen, was ist mit den Arbeitsplätzen, was ist mit den Leuten? Natürlich, das kann ich verstehen. Die sind völlig berechtigt, die Bedenken. Aber ich nenne euch jetzt mal noch eine andere Zahl. Nämlich die Zahl des Wirtschaftsschadens, der durch die für mich nicht erklärbaren Russland-Sanktionen der deutschen Wirtschaft zugefügt wird. Man schätzt den Schaden für die deutsche Wirtschaft auf 100 Milliarden Euro und man schätzt die Anzahl der gefährdeten Arbeitsplätze auf 465.000 Leute. Quelle ist die Welt. Und das sage ich ganz klar, wer durch Russland-Sanktionen bedenkenlos der deutschen Wirtschaft schadet, sollte auch viel kleinere Zahlen mit einem sinnvollen Sozialprogramm bei den Leuten, die dort ihren Arbeitsplatz verlieren würden, regeln. Das sollte möglich sein. Ja, zum Thema Medien. Ich habe mir auch mal im Vorfeld die Zeitungen durchgelesen. Ihr seid ganz gut, ihr kommt ganz gut weg. Ich glaube, das ist auch diesem Ansatz geschuldet, also mit gut wegkommen meine ich, es wird relativ neutral berichtet. Und wenn man sich das anhört, es sind auch viele, viele interessante Reden und viele Reden mitten aus dem Volk, mitten aus der Seele der Menschen. Und viele Reden habe ich gehört, die sind sehr differenziert. Die sind überhaupt nicht pauschalisierend, die sind sehr überlegt, die sind sehr besorgt, die sind aber auch weitsichtig. Und das ist eigentlich was man hier spürt im Vorfeld der Recherche, dass das ja vielleicht auch dieser Sache geschuldet ist, wir geben jedem eine Plattform. Und natürlich gibt es dann auch Menschen, die vielleicht dem einen oder anderen nicht schmecken und wo vielleicht wirklich auch Sachen dabei sind, die jetzt schon in eine Richtung gehen, wo ich sie persönlich auch nicht hinhaben wollte. Aber das ist halt auch ein persönlicher Eindruck. Ich glaube, das kann man auch nicht vermeiden, wenn man sich die auf die Fahnen schreibt, wir geben jedem unzensiert eine Plattform. Das ist ja so eine Art Speakers Corner. Er sagt, wir zensieren nicht, wir lassen jeden reden. Ja, es ist ein sehr schwieriger Weg und diesen Weg der Mitte zu gehen, ist nicht ganz einfach. Aber wir sind trotzdem der Meinung, man sollte die Leute wenigstens anhören und man muss sich die Meinung des Einzelnen ja nicht annehmen. Aber man kann ihn sich zumindest anhören. Und das ist ja auch schon letzte Woche so gewesen, dass der eine dann ausgeputzt worden ist, der jetzt diese Woche übrigens nochmal spricht. Das finden wir sehr toll. Und ich denke, wir Menschen insgesamt müssen auch wieder lernen, zuzuhören. Also nicht pauschal nur meine Meinung ist richtig und alle anderen Meinungen sind falsch, sondern zuhören. Also die Meinung des anderen zu akzeptieren oder zumindest die sich anzuhören. Und das ist ein bisschen verloren gegangen in den letzten Jahren. Jetzt habe ich gehört, ihr habt eine gewisse Expansion heute. Es geht woanders hin, es geht schon in andere Städte heute. Was ist da zu sagen? Genau. Wir gehen heute nach Schwarzenberg. Das ist jetzt die erste Stadt, die unter unserem Motto läuft. Es ist so, wir werden von ganz vielen Städten angeschrieben und angesprochen, weil offensichtlich dieses Konzept der Mitte genau das ist, was unser Land jetzt braucht. Also wir hören oft, dass, ich sage es jetzt mal einfach, Pegida in Dresden sich so radikalisiert hat, dass das viele Menschen nicht mehr unterschreiben können. Und das Problem ist, wenn das einmal so weit ist, wird es auch von der Politik oder auch von den Menschen insgesamt nicht mehr für voll genommen. Und deswegen versuchen wir mit unserem Weg jetzt wirklich die breite Masse anzusprechen, ja, also die Mitte der Bevölkerung und das in ganz, ganz vielen Städten in Deutschland, weil ich denke oder wir denken, dass das schon wichtig ist, dass wir auf die Straße gehen, dass wir alle auf die Straße gehen, weil, wie es schon so oft gesagt wurde, nur zu Hause miteinander diskutieren, nur am Stammtisch miteinander diskutieren, nur im Sportverein miteinander diskutieren, bringt uns nicht weiter. Wir müssen auf die Straße gehen und müssen der Politik zeigen, Leute, das, was ihr macht, das ist nicht das, was wir wollen. Guten Tag, mein Name ist Paul Richter, ich bin 16 Jahre alt und bin ein blauer Schüler. Ich stehe heute hier, um euch meine Sorgen und Ängste mitzuteilen. Ich weiß, es ist ungewöhnlich, dass ein Schüler sich bei einer Demo zu Wort meldet. Aber meine Ängste sind nun einmal größer als die Furcht, hier oben zu stehen. Ich gehöre keiner Partei oder Organisation an. Nächstes Jahr möchte ich eine Lehre beginnen. Nun zu meinen Fragen, Problemen und Sorgen. Warum soll das Schulfach Geschichte abgeschafft werden? Sollen unsere Kinder und weitere Generationen nichts mehr lernen, was es Besonderes, Gutes oder Schlimmes in der Geschichte gab? Ich meine, Geschichte wird von Siegern geschrieben, aber trotzdem sollte man etwas wissen.
wobei ich auf die nächste Frage treffe. Was ist mit den früheren Pionierhäusern? Warum unterstützt der Staat die Regierung seine Jugend nicht? Wir sind die Zukunft. Viele Jugendliche werden vor Langeweile kriminell. Früher mussten sie nicht auf der Straße rumhängen oder wurden überall verjagt. Sie wurden nicht mit ihrem Problem alleine gelassen. Und in den USA gibt es die Pfadfinderbewegung, in Russland immer noch die Pioniere. Warum baut man nicht wieder Pionierhäuser auf, meinetwegen auch als Jugendhäuser genannt? Ich kenne genügend Menschen, Freunde und Bekannte, die drogenabhängig sind. Was kommt danach? Wo ist der Zusammenhalt von früher, den man laut Erzählung in der DDR hatte? Ja, eigentlich schon TV live vor Ort. Im Hintergrund der Bühne von Wir sind Deutschland in Plauen haben wir jetzt die Chance, das Gespräch zu suchen mit einem Kritiker, der vorige Woche schon, naja, etwas unschön von der Bühne, ja, gebuht, gebrüllt wurde und der es heute noch einmal gewagt hat mit dem Herrn Rätsch, der von der FDP ist, aber heute und auch das letzte Mal aus ganz freien Stücken und eigenen Befindlichkeiten gekommen ist. Ja, wie haben Sie das letzte Mal empfunden? Um es kurz zu machen, ehrlich. Also ich fand, es war eine ehrliche Reaktion auf ein sehr ernstes Thema. Ja, war eventuell auch nicht perfekt gewählt von mir, gerade was jetzt die Reihenfolge meiner Aussagen angeht. Trotzdem, wie gesagt, es war ehrlich, es tat natürlich weh, also es war nicht schön, es war ja auch, wie ich es gesagt hatte, für mich kein leichter Tag. Im Gegenzug zu diesen 900 Flüchtlingen haben zur Landtagswahl 2014 laut Sächsischem Landesamt allein in Plauen 1007 Menschen die NPD gewählt. Und ich frage mich da ganz ehrlich, wer ist denn wohl die gefährlichere Gruppierung für unsere Gesellschaft? Ist eure Meinung, ist kein Problem. Ich frage mich aber bloß, wie ist es, wenn also Menschen, die offen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten, oder aber die Gruppierung, die einfach nur leben will? Selbstverständlich ist das Thema problematisch und selbstverständlich werden aus diversen Gründen viele Flüchtlinge von heute die Sozialhilfeempfänger von morgen. Das gehört soweit eben leider auch dazu. Das wird leider so kommen. Doch Vorurteile und blinder Hass nützen niemanden in dieser Situation und machen die Arbeit für die vielen ehrenamtlichen Helfer nur noch schwerer. Und da frage ich mich dann eben, was ist denn jetzt? Also wollen wir menschenwürdige Unterkünfte oder wollen wir menschenwürdige Unterkünfte nur, wenn sie weit genug weg von uns sind? Und da nehme ich mich persönlich selbst auch mit ein. Ich kann mir auch selber Schöneres vorstellen, als neben einer Flüchtlingsunterkunft zu leben, aber ich kann mir auch tausend Dinge vorstellen, die schlechter wären. Wir erwarten von uns. Es waren doch auch noch einige andere Themen, die Sie ansprechen wollten letztes Mal, zu denen es gar nicht mehr gekommen ist, habe ich so mitgekriegt. Ne? Es ging ja nicht nur um die Asylpolitik, es wurden ja noch andere Themen benannt von Ihnen, die Sie eigentlich noch referieren wollten, ja? Genau, also Doppelmoral zum Beispiel, weil wir als Menschen ja meistens darauf bedacht sind, die Fehler bei den anderen zu finden, aber fast nie bei uns selber schauen. Das wollte ich kritisieren. Genauso gut auch noch zeigen, dass Freihandel nicht unbedingt TTIP und irgendwelche Hinterkammergespräche bedeuten müssen, sondern dass Freihandel gerade für uns als Deutsche, für uns in Europa, was ganz, ganz Wertvolles war. Wenn man überlegt, dass man vor 70 Jahren der einzige Weg nach Paris auf dem Panzer mit Ketten gewesen wäre, haben wir es dann jetzt eben geschafft, innerhalb von wenigen Jahren mit Euratom, mit der Montanunion, mit EWG und EU an einen Punkt zu kommen, wo wir wirklich in einem Europa leben, auf das wir verdammt stolz sein können. Das sind noch so wichtige Themen. Vielleicht nochmal zu dieser Abbruchssituation. Was war denn das, wo Sie glauben, mit der Aussage oder mit dem Statement habe ich eigentlich die Leute, das war so das No-Go, weshalb mir so viel Wut entgegengebrandet ist? Die Darstellung, dass die aktuellen Flüchtlingszahlen im Verhältnis zu den Einwohnern keiner, ich habe es glaube ich als Lawine bezeichnet, keiner Lawine entspricht. Und muss ich aber auch selbstkritisch ehrlich sagen, dass ich das wahrscheinlich etwas zu salopp erwähnt habe, so im Vorbeigehen. Und wenn halt Menschen echte Ängste haben und ich sage dann einfach mal so, naja, das ist keine Lawine, dann naja, brauche ich mich nicht wundern, wenn gebohrt wird. Deswegen habe ich das eben auch als ehrlich empfunden und habe mir dann eben auch gedacht, es bringt einfach nichts. Ich lasse es jetzt hier, zumal ich auch selber zu meinem roten Faden nicht zurückgefunden hätte. Und jetzt ist es ja heute so noch, was ja eigentlich untypisch ist für die Veranstaltung, dass Redner wiederholt auftreten. So habe ich es zumindest mitgekriegt. Jetzt ist es ja zu einer zweiten Chance, könnte man sagen. Komm, wie kam es dazu eigentlich?
Also Redner treten öfter mehrfach auf, das ist jetzt nichts grundsätzlich Neues. Zu der Chance kam es direkt schon an dem Abend. Also die Organisatoren haben mir ganz klar gesagt, dass sie das nicht schön fanden, wie das passiert ist. Und dass ich wegen denen auch sofort hätte wieder mich hinstellen können. Also den Veranstaltern konnte ich da in keiner Weise irgendwann mal irgendwas vorwerfen. Also Sie finden dieses Konzept, jeder darf reden, freie Meinungsäußerung und auch diese gesuchte Mitte, die ja auch in dem Programm so beschrieben wird, die ist durchaus authentisch und abnehmbar aus Ihrer Sicht? Sehr viele Punkte davon, ja. Also gewisse Positionen oder gewisse Aussagen, auch bei den Veranstaltern, darüber kann man sich ganz klar streiten. Aber das kann man immer. Also ich werde wahrscheinlich auch in meinem eigenen Freundeskreis niemanden finden, mit dem ich zu 100% übereinstimme. Das ist einfach immer so. Das liegt in der Natur des Menschen. Ich finde aber, dass das hier wirklich eben eine Plattform sein kann für den Meinungsaustausch, weil das ist gerade das, was uns fehlt. Wir haben keine gelebte Demokratie mehr, gerade eben, weil auch von der Regierung sehr viel an uns vorbei regiert wird. Und da finde ich es gut, dass es wirklich diese Plattform gibt, wo sich wirklich theoretisch jeder, und ich bin davon überzeugt, dass das jeder kann, jeder äußern kann und darf. Und wegen mir können auch gerne noch mehr kritische Stimmen folgen, weil nur dadurch wird es wertvoll. Es bringt nichts, wenn man wirklich nur ein Thema aus immer wieder derselben Richtung betrachtet. Das hilft keinem. Ja, und vielleicht noch ein Abschlussstatement. Heute die zweite Chance, die zweite Rede. Es gab zumindest ein paar Zwischenrufe, aber es gab keine massive Buh-Welle. Es war also auch durchaus sehr begeisterte Zwischenrufe zu hören und Applaus. Wobei ich so den Eindruck hatte, dass der Großteil der Menge eher ruhig und verhalten blieb. Wie interpretieren Sie dieses eher ruhige Verhalten? Ja, ich hatte eine relativ große Hypothek quasi, mit der ich gestartet bin. Bin trotzdem sehr zufrieden. Also ich habe ja meine Rede auch, also das, was auch viele gedacht hatten, dass ich jetzt dann heute das halten würde, was ich letztes Mal eben nicht halten konnte, habe ich extra bewusst über Bord geworfen, weil ich der Meinung bin, dass es, ja, ich denke nicht, dass es was bringen würde. Deswegen war es mir einfach nur wichtig, an die Person zu appellieren, einfach nochmal, dass jeder in sich geht, dass wir einfach uns eben bewusst werden, dass es nichts bringt, wenn wir übereinander reden, sondern nur was bringt, wenn wir miteinander reden. Das war mir wichtig und darauf kam es mir an und ja, Situation war okay, also ich bin zufrieden. Lass mal so stehen als Statement. Vielen Dank. War meine Freude. Letzten Sonntag in dem Bewusstsein hier hochzukommen, dass das, was ich sagen möchte, sicherlich nicht jedem gefällt und auch nicht von jedem geteilt wird, war ganz ehrlich ein beschissenes Gefühl. Ich denke, jeder, der mich kennt, weiß ganz genau, dass man das mir auch deutlich angesehen hat. Dennoch stehe ich heute auch wieder hier, weil ich denke, dass wir in schweren Zeiten, und wir haben aktuell definitiv schwere Zeiten, da sind wir uns sicherlich alle einig, miteinander statt übereinander reden müssen. Bravo! Ich wollte und will hier nicht gegen oder für euch sprechen, sondern einfach nur meine Meinung zu ein paar Themen offen und ehrlich sagen, so wie ich die denke. Und viele von euch teilen meine Meinung nicht. Und das habe ich ganz einfach zu respektieren. Im Gegenzug erwarte ich aber genauso gut auch, dass meine Meinung und die jedes Andersdenkenden ebenso respektiert wird. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass dies hier laut Veranstaltungsleitung keine Anti-dieses oder Anti-jenes Demo ist, sondern uns allen die Möglichkeit geben soll, über echte Probleme kritisch zu diskutieren, auch zu streiten. Und wenn man streitet, gehören natürlich auch Buhrufe oder Pfiffe dazu. Das ist einfach so. Wenn man hier hochkommt, muss man sowas aushalten können. Unser Ziel muss es ja sein, weil irgendwann läuft sich ja so eine Demonstration tot, weil man merkt, man erreicht nichts. Wir haben also, wie gesagt, viele Anfragen, auch von anderen Städten der Republik. Natürlich die meisten aus dem ehemaligen Osten, ist ganz klar. Wir hatten auch am Samstag das erste Zusammentreffen mit verschiedenen Bürgern aus verschiedenen Städten, die also auf der gleichen Art und Weise etwas auf die Beine stellen wollen, die also auch schon länger auf der Suche nach einem Podium, nach einer Plattform sind, um einfach mal ihren gedankenfreien Lauf zu lassen. Und wir werden die natürlich nach bestem Wissen und Gewissen dabei unterstützen. Weil unser Ziel muss es sein, eine wählbare Partei zu werden. Weil von diesen drei, ich sage es jetzt mal, etablierten Parteien, hat ja keiner mehr überhaupt die deutsche Kultur im Auge. Die haben ja nur noch sich selber im Auge. Werden wir die Grünen wählen? Die schaffen sie erst die Polizei ab. Wem da geholfen ist, weiß ich nicht. Der SPD, die hat noch nie einen richtigen Weg gehabt. Die schlingern schon immer. Ja, und die CDU, die ergibt sich momentan mit Unterwürfigkeit aller Art. Also man weiß nicht, wer man hier wählen soll. Und das muss unser Ziel werden, dass man im Grunde eine Bürgerbewegung auf die Beine stellt, die dann zu einer wählbaren Partei führt. Die Grünen haben es vorgemacht und die hat man auch belächelt von oben herab. Ich sage mal so, wir sind eine ganz kleine Pflanze. Und wenn man die schön mit Vorsicht hegt und pflegt,
hoffen wir einfach drauf, dass da mehr wird. Freunde, ich grüße euch und verneige mich vor eurer mutigen, friedlichen Kraft. Heimatland, Herzland, Deutschland, mit deinen Sternen und deinen Dämonen, Deutschland mit deiner Gegenwart, deiner hellen und dunklen Zeit. Uns geht's ans Herz, wir können es aber nicht schonen. Wir lieben dich. Wir müssen es sagen, es ist Zeit. Land unserer Mütter und Väter, mit all unseren Töchtern und Söhnen, o Vaterland, wir machen uns Sorgen bei den weltweiten Morden und Stöhnen. Staaten werden zerschlagen, verbluten, von außen bewaffnet mit dem Lügenargument nur für die Guten. Demokratie, Freiheit, Religion vorgeschoben, dürfen sich machtsüchtige Bestien austoben. Immer wieder verbrecherische Stellvertreterkriege helfen nur grenzenlosen Menschenleid zum Siege. Oft zerstören Aufrüstung, militärische Drohungen und massive Sanktionen den Weg zum Frieden zwischen den Nationen. Balkan, Nahen Osten, Afrika, Afghanistan, der Weltmacht USA, nie enden wollender imperialer Einmischungsgestank, bringt vor allem Deutschland den zweifelhaften Asylantendank. Heimat, deine freiheitlich-demokratische Rechtsordnung und dein Grundgesetz, zu oft vergreift man sich an dir. Wer darf das ungestraft, fragen wir. Und mit des deutschen Volkes und Deutschlands Souveränität steht es nicht zum Besten. Da versorgen die eigene Regierung, der Bundesnachrichtendienst und der Freund als Speer aus dem Wilden Westen. Und hier darf Parteipolitik keine Rolle spielen. Wenn es um die Einhaltung von Verträgen und Gesetzen in diesem Land geht, rufe ich alle Demokraten überparteilich auf, zusammenzustehen. Und das ist nicht nur Asyl. Begonnen mit dem Bruch der Verträge von Maastricht, bei deren Einhaltung es weder die Euro-Rettungsschirme noch diesen europäischen Rettungsmechanismus ESM geben dürfte. Bis hin zum aktuellen Verhalten beim Thema Asyl. Wir haben eine Regierung, die sich nicht mal die Mühe macht, die Gesetze zu ändern. Die halten sie einfach nicht ein und machen, was sie wollen. Ja, eingeschenkt TV live vor Ort am Ende der Demo. Wir sind Deutschland im Blauen. Und wir fragen jetzt mal einige Passanten, einige Teilnehmer. Warum sind Sie heute hier? Ich bin nicht das erste Mal hier, heute ich bin das dritte Mal hier. Ich bin ein politisch denkender Mensch, meine Frau auch. Durchs Alter lernt man dazu. Ich habe ja schon als kleines Kind die letzten Bombenangriffe in Blauen erlebt. Bin dann vom Mauerbau in den Westen abgehauen, wie man damals gesagt hat. Hab dort 50 Jahre gelebt, hab diese schleichende Inflation von fremdartigen, soll ich sagen, Kulturen erlebt. Es ist hier schon angeklungen, da wo wir noch als 20-Jährige zum Tanz gegangen sind und zu Fuß dann mit unseren Mädchen nach Hause gegangen sind, konnten wir nach 20 Jahren nicht mehr gehen, weil einfach zu viel Kriminalität entstanden ist. Das hat ja irgendwo seine Ursachen. Jeder bewertet das natürlich anders. Als Demokrat muss man das so akzeptieren. Aber jeder hat auch das Recht, seine eigenen Gedanken zu machen und auch die Bewertung dementsprechend zu geben. Und das war's im Prinzip. Also im Detail haben wir jetzt eh keine Zeit. Ne? Ich nehme halt meine politische Meinungsäußerung und Meinungsbildung wahr. Und ich würde nie auf zur Pegida gehen, stelle ich mal klar fest. Das lehne ich ab. Hier ist doch friedlich, was wollen Sie? Ich finde es gut, ich finde es toll und Deutschland kann froh sein, dass es solche Demonstranten auch noch gibt. Vielen Dank für dieses Statement, einen schönen Abend noch Ihnen. Ciao. Vor 26 Jahren haben wir hier in Blauen begonnen, unsere Freiheit zu erkämpfen. Mit dieser Freiheit haben wir uns damals auch die D-Mark erkämpft. Ich und viele andere haben in diesen Tagen auch gerufen, wir bleiben hier. Wir sind nicht weggegangen. Wir sind hier geblieben.
und haben unser Bestes gegeben und haben unser Vaterland neu aufgebaut. Hier in Deutschland, im Osten Deutschlands. Und wir werden uns jetzt nicht von einer planen, konzeptlosen Regierung das alles kaputt machen lassen. Hallo Blauen! Vor 2 Tagen habe ich im Internet erfahren, was hier in Blauen los ist. Und mich ganz spontan entschieden, indem ich zu meiner Frau sagte, Ingrid. Ja, sie könnte auch Angela heißen. Aber sie heißt nun mal Ingrid. Ich sagte, Ingrid, pack ein paar Sachen zusammen für eine Nacht. Wir fahren nach Plauen. Wir wollen hier sein bei diesen... bei diesem mutigen Bergvolk, wie ich gehört habe von einem Redner. Ich kann das so bestätigen und ich bin stolz darauf, dass ich hier bin. Was ich gehört habe, wenn ich sie anschaue, diese herrliche Stadt, die so viel leiden musste während dem Krieg. Wir sind heute ja durchgelaufen und wenn ich die Menschen dann hier sehe, auch mein Vater stammt übrigens von hier, ich bin ein halber Plauener. Er stammt aus Pirk. Ich weiß, ich darf nicht viel reden, ich darf nicht viel sagen, aber ganz kurz mein Beweggrund. Seid ein wenig nachsichtig mit den sogenannten Westdeutschen. Ost und West ist für mich nur Geografie. Sie sind anders groß geworden als ihr. Ihr habt die DDR-Zeit erlebt, ihr habt zusammengehalten, zusammenstehen müssen. In Westdeutschland wurde diese Gehirnwäsche erfolgreich durchgeführt. Ich bin dabei, meinen Kindern und Enkelkindern immer wieder zu erklären, das ging, wo meine Tochter sagte, Vater, hör auf, lass mich damit in Ruhe. Meine Enkelkinder, Opa, lasst es. Aber mittlerweile hat es Erfolg. Sie sind skeptisch, sie fragen nach und erfragen. Hallo Plauen. Mein Name ist Christoph Schulze, ich bin verheiratet, 30 Jahre alt, komme ursprünglich aus Plauen, habe Volkswirtschaft und Philosophie studiert und pendle jetzt hauptsächlich zwischen Jena und Plauen. Was ist meine Motivation, hier oben eine Rede zu halten? Naja, diese Frage erinnert mich ein bisschen an die Frage, die mir ein RBB-Journalist bei einer Demonstration in Erfurt gestellt hat. Der hat gefragt, haben Sie Angst? Was er eigentlich damit gefragt hat, war, haben Sie Angst vor Asylbewerbern? Und ich habe darauf geantwortet, auf diese implizite Frage, nein, das habe ich nicht. Ich möchte nur, dass wieder Rechtsstaatlichkeit Einzug in Deutschland hält. Aber keine 10 Sekunden später muss ich ehrlich sagen, ich habe mich sehr geärgert dann schon wieder über diese Antwort. Denn eigentlich hätte ich auf diese wortwörtliche Frage antworten sollen, haben Sie Angst? Und dann wäre meine Antwort ganz anders ausgefallen. Ja, ich habe Angst. Aber ich habe keine Angst vor Asylbewerbern, sondern von der derzeitigen politischen Kaste. Denn es sind schließlich unsere Politiker, welche irrational handeln. Diese Flüchtlinge hingegen handeln ja nur rational, wenn sie dieser kopflosen Einladung folgen. Das muss man sich dann alles so anhören. Ja, Nazis, Neonazis, Rassisten, Pack, Xenophobe, Hetzer, Dunkeldeutschland, rechte Rattenfänger, Mischpoke, Nazis im Nadelstreifen, Ausländerfeinde, eine Schande für Deutschland, geistige Brandstifter, Menschenfeinde, Tate Ahnungslose, braune Suppe oder jetzt ganz neu aus den Tagesthemen, Problembürger. Guten Abend, weswegen sind Sie heute hier gewesen? Ja, weil ich endlich mal die Meinung der Bevölkerung, meine eigene Meinung und auch von meiner Bekannten, mal hier kundtun möchte. Und es kann nicht so weitergehen, weil es ist klar, nicht das Boot ist voll, es ist übervoll. Und wenn unsere Frau Merkel hinstellt und sagt, komm an, wo soll das hingehen? Ja, es gibt viele reiche Länder, die sagen von vorne weg, stopp, und es geht auch. Ja. Warum sagen die das?
verstehe ich nicht, weil die vielleicht etwas mehr Mut haben. Sag ich jetzt mal. Okay. Haben Sie noch andere Themen oder ist das Ihre große oder ist das die größte Angst, dieses Asylthema, weswegen Sie es auf die Straße getrieben hat, sage ich jetzt mal? Echt? Ich habe was dagegen. Okay. Ich habe was dagegen, weil es kann nicht sein, wir haben genug Probleme im eigenen Land. Es gibt bestimmt viele einzelne Menschen oder Familien, die von Tag zu Tag oder Woche für Woche rechnen müssen, wie sie über die Runden kommen. Und hier wird Geld rausgeschmissen. Ich weiß nicht, entweder bin ich zu alt oder zu dumm. Was würden Sie der Politik vorschlagen? Was wäre aus Ihrer Sicht jetzt dringend zu tun? Ja, vor allen Dingen, wir können nicht alle aufnehmen. Es müssen wirklich die wirklich verfolgt werden, wie viele es sagen, schon an den Grenzen kontrolliert werden. Und die illegal hier reinkommen, ohne Papiere, angeblich weiß Gott, was sind, die aber dann gleich zurück. Ja? Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht und kann nicht mehr die Augen schließen und meine heißen Tränen fließen. So beginnt dieses Gedicht. Und so ging es mir über viele Jahre hinweg schon, über die letzten Jahre, dass ich mich oft hin und her gewälzt habe und schlaflos und viele Entwicklungen in unserem Land, die ich für sehr bedenklich halte, für unsere Demokratie und für die Zukunft unseres Volkes mir durch den Kopf ging und ich nicht wusste, wie ich das überhaupt loswerden kann oder anbringen kann, überhaupt äußern kann und mich dieser Entwicklung vielleicht entgegenstemmen kann. Und ich sage, ja, ich hatte Angst, das zu äußern. Und ich habe beobachtet in dieser Zeit, wie andere Menschen, die kritische Fragen gestellt haben, die öffentlich das geäußert haben, wie die durch den Dreck gezogen worden sind und wie die durch einen Aufschrei der Entrüstung von Politikern, Intellektuellen, Kulturschaffenden zum Schweigen gebracht wurden, von Leuten, die sich der breiten Masse, so dem Kreti und Pleti wie Sie und ich, moralisch und intellektuell überlegen fühlen und sich dadurch berufen fühlen, eine politische Linie vorzugeben. Ich habe gesehen, wie die Leute öffentlich unmöglich gemacht wurden, als Nazis, Rassisten, braunes Gedankengut verbreitende, was weiß ich, was es dort noch gibt, ohne dass sich überhaupt jemand mit den angesprochenen Inhalten auseinandergesetzt hätte. Das ist ja viel leichter, denjenigen pauschal in eine Ecke zu stellen, als sich überhaupt mit dem Gesagten auseinanderzusetzen und sich auch kritisch mit der eigenen Arbeit auseinanderzusetzen als Politiker. Wo würden Sie diese Veranstaltung einordnen und gegen welche anderen Bewegungen würden Sie sie vielleicht abgrenzen? Was ist es hier und was ist es woanders nicht? Weil das sagen ja die Organisatoren zumindest sehr, sehr deutlich, was es auch nicht ist. Was ist es für Sie alles nicht hier? Also hier ist es jedenfalls nicht so wie in Dresden, wo sie mit Attrappe, mit dem Galgen, der. Das geht Ihnen zu weit, sowas? Das ist schon unter der Gürtellinie. Oder die Sachen wie hier KZ, das letzte Mal wurde in Dresden geäußert, dass das nicht mehr ist. Ich meine, das will keiner. Es kann aber nicht sein, dass wir so viele Jahre nach dieser Zeit immer noch die Buhmänner sind. Es tut keiner begrüßen, das, was damals passiert ist. Ja? Aber es kann nicht sein, dass wir für dumm verkauft werden. Es sind alle erwachsene Leute, sind arbeiten gegangen, arbeiten auch noch welche, zahlen Steuern. Aber doch nicht, wenn welche kommen hier rein und tun einen dicken Max spielen. Ich habe einen eigenen Leib verspürt. War voriges Jahr im Herbst, bin ich die Bahnhofstraße hoch, in der Höhe vom Alexander, vom Hotel. Kamen auf der anderen Seite vier solche Ausländer, das waren Türken. Und auf gleicher Höhe kamen sie rüber, legte die Hand hier drauf. Entschuldigung, habe ich die Hand runter und bin weiter. Kam er hinterher, nochmal. Mhm. Wie alt bist du? Okay. Ich sage, wem interessiert das? Wortwörtlich. Du in deinem Alter hast du nichts abends auf Straße zu suchen. Mhm. Sag ich das in der Türkei, komme ich nicht zu meinem Hotel. Mhm. Ja, da wird der Hals so dick. Okay. Das brauche ich auch der Polizei nicht erzählen. Die hören sich das an, aber unternommen wird nichts. Ja. Nee, und nochmal ja, auf Ihre Frage hin. Das, was in Dresden. So muss es nicht sein, dass eben solche Plakate mit Attrappe, mit Galgen und für das und das und das. Irgendwann möchten doch die Herren da oben aufs Volk hören. Ja? Weil wir haben die gewählt. Und wenn sich der Herr Gabriel hinstellt und sagt, das Pack, ja, wir sind nichts Pack. Okay.
Ja, wir tun die mit, unterstützen. Ja, ja. Ja, das. Okay, vielen Dank für Ihre Meinung und wir wünschen noch einen schönen Abend. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Auf Wiedersehen. Ade. Denn es gibt sie, die unabhängigen Kandidaten, demokratischen Organisationen und Parteien, die gewillt sind, eure Interessen zu vertreten. Niemand ist gezwungen, CDU oder SPD zu wählen. Und niemand soll glauben, dass er am rechten Rand Lösungen für die Probleme in unserem Land findet. Informiert euch also rechtzeitig über die Absichten und Hintergründe eurer angehenden Volksvertreter. Wir müssen das Wahlrecht wieder als grundlegende Bürgerpflicht und demokratische Notwendigkeit begreifen. Stellt euch vor, es ist Wahl und alle gehen hin. Damit aber unabhängige Kandidaten auch für die Landtage und den Bundestag unserer Republik uneingeschränkt wählbar sind, fordern wir eine grundlegende Änderung des Wahlgesetzes. Das heißt, Abschaffung der Listen- bzw. Parteienwahl und die Herstellung finanzieller und medialer Wettbewerbsgerechtigkeit unter den Bewerbern. Vorstellbar wären auch regelmäßige öffentliche Rechenschaftslegungen der Abgeordneten in ihren Wahlkreisen und die Möglichkeit einer vorzeitigen Abwahl während der Legislaturperiode. Es gilt § 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, der da heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das gilt für alle Menschen, insbesondere für diejenigen, die hier bei uns Zuflucht suchen. Vielen Dank. Ja, hier treffen wir auf dem Marktplatz in Plauen die Eva-Maria Pfeiffer, bekannt von den Friedensmahnwachen, die 2014 in Berlin gestartet sind, mit Lars Mehrholz. Ja, Eva, warum bist du heute hier? Ich bin hier, weil ich sehr froh bin, dass sich in kurzer Zeit hier so eine gute neue Bewegung gegründet hat. Du findest hier alles, vom Kind bis zum Rentner, und es ist ein ganz gemischtes, gutes Publikum. Ich glaube, dass die Veranstalter sich auf die Fahne geschrieben haben, tatsächlich alle Themen anzusprechen und den ganz normalen Bürger reden zu lassen. Das ist das, was wir letztes Jahr wollten und worum es auch geht. Hast du auch, was hast du so für Reden schon gehört? Wie oft warst du schon hier? Ich bin jetzt das dritte Mal hier und es ist natürlich so, dass manche Reden nicht meine Meinung spiegeln, aber auch das sagt der Veranstalter jedes Mal wieder. Es hat nichts damit zu tun, dass man immer einer Meinung ist, sondern es geht darum, gemeinsam Lösungen zu finden für verschiedene Meinungen. Das sprichst du jetzt im Moment aus allen Nähten, oder wie sollte man sagen, überall in Deutschland entstehen neue Bewegungen, entstehen neue Protestbewegungen. Ich habe gehört, dass heute in Schwarzenberg, glaube ich, auch startet. Was erwartest du für die Zukunft mit diesen Bewegungen? Also ganz ehrlich, ich erwarte, dass die Menschen anfangen zu lernen, wieder in den Dialog zu gehen. Das ist das Allerwichtigste. Also nicht gegeneinander, sondern miteinander zuhören. Was will der andere? Was sagt der andere? Und den in seinem Standpunkt auch zu akzeptieren, solange der nicht fremdenfeindlich ist, nicht rassistisch ist, sondern wir müssen verschiedene Meinungen bündeln und daraus dann im Grunde die Kerne, die guten Kerne herauslesen. Ja, vielen Dank für dieses Statement, Eva-Maria Pfeiffer. Gerne. Ciao.